In diesem Video erkläre ich Ihnen, was eine Wohngebäudeversicherung ist, was Sie als Verkäufer unbedingt vermeiden sollten und wie Sie im Voraus bereits bezahlte Beiträge mit dem Käufer abrechnen. Bleiben. Hallo, mein Name ist Arndt Gerz, Immobilienmakler und Fachbuchautor aus Brüggen am Niederrhein. Heute geht es um das Thema Wohngebäudeversicherung. Die Wohngebäudeversicherung ist eine Versicherung, die Ihr Haus zum Neubauwert wiederherstellt, in der Regel, wenn ein Schaden durch Feuer, Leitungswasser, Sturm oder Hagel aufgetreten ist. Mittlerweile, wir kennen es immer mehr, Naturkatastrophen, Naturgewalten, sollte man, das ist meine Meinung, definitiv auch eine Elementarschädenversicherung mit abschließen. Die deckt auch Überschwemmungen, Erdbeben, Erdabsenkungen, Sturmschäden, Abwindstärke 8 etc. mit ab. Also die sollte man mit reinnehmen. Ich finde es sogar fast fahrlässig, wenn man es heutzutage nicht tut. Das am Rande. Also die Wohngebäudeversicherung ist enorm wichtig, wenn man das Dach über dem Kopf dauerhaft haben möchte. Übrigens, keine Bank finanziert Ihnen eine Immobilie, die nicht versichert ist. Wenn Sie jetzt als Verkäufer aber denken, naja, ich habe jetzt einen neuen Käufer gefunden, Notarvertrag ist schon geschlossen, ich kündige jetzt mal die Wohngebäudeversicherung, kann ich nur sagen, nein, tun Sie es nicht, es ist höchste Vorsicht geboten. Denn stellen Sie sich vor, Sie kündigen die Versicherung zum 31.12. des Jahres. Versicherung teilt Ihnen mit, alles klar, Versicherungsschutz endet um 12 Uhr, also 12 Uhr nachmittags. Und der neue Käufer schließt eine Versicherung ab, die am 1.1. um 0 Uhr in Kraft tritt. Und um 16 Uhr kommt dann das große Feuer, das Haus brennt ab, ist nicht mehr versichert. Also kein Versicherungsschutz, dann geht es aber so richtig los. Lassen Sie das. Also die Versicherung nicht kündigen. Das Einzige, was Sie als Verkäufer machen müssen oder sollten, wenn der Notarvertrag unterschrieben ist, der Kaufvertrag, teilen Sie Ihrer Wohngebäudeversicherung mit, wer der neue Käufer ist. Denn hier hat der Gesetzgeber mal etwas wirklich Gutes gemacht. Er hat veranlasst, die Wohngebäudeversicherung klebt am Gebäude. Die bleibt also dran hängen, damit der Versicherungsschutz fortbesteht. Und da diese Versicherung ja dem Käufer quasi aufgezwungen wird, hat dieser, sobald der Eigentümer im Grundbuch ist, das ist nach der Kaufpreiszahlung, ein paar Wochen später, wenn der Eigentümer im Grundbuch ist, darf er diese Versicherung 4 Wochen Sonderkündigungsrecht kündigen. Also er kann mit der Versicherung eine neue Police ausarbeiten, er kann die bestehende fortbesetzen oder er geht ganz woanders hin. Wichtig ist aber, der Versicherungsschutz läuft durch und Sie als Verkäufer sind aus der Verantwortung, denn Sie haben nichts getan, was diesen Versicherungsschutz negativ beeinflussen würde. Geht der Käufer jetzt hin und macht irgendeinen Fehler an der Fortsetzung, was eigentlich nicht passieren wird, weil die Versicherung darauf achten wird, dann ist es aber seine Verantwortung und Sie sind raus. Also, nicht kündigen und jetzt sagen Sie vielleicht zu Recht, ja, jetzt habe ich aber am Anfang des Jahres die Gebäudeversicherung komplett bezahlt für das ganze Jahr und jetzt Mitte des Jahres hat der Käufer dies übernommen. Ja, richtig, das ist ganz einfach. Sie gehen hin und rechnen mit dem Käufer intern ab. Das ist sogar im Notarvertrag so geregelt, dass ab dem Tag der Kaufpreiszahlung im Voraus bezahlte Beiträge, also sprich zum Beispiel die Versicherung, aber auch zum Beispiel die Grundsteuer, intern mit dem Käufer abgerechnet werden muss. Wie rechnet man es aus? Ganz einfach, Sie nehmen den Versicherungsbeitrag durch 365 Tage und dann können Sie das, was Sie zu viel bezahlt haben, in Tagen multiplizieren. Dann haben Sie schon den Betrag und können den vom Käufer zurückfordern. Ich hoffe, ich habe Ihnen hier einen kleinen Einblick in die Wohngebäudeversicherung gegeben. Abonnieren Sie gerne meinen Kanal, wenn Sie sagen, ja, die Themen sind interessant, würde mich freuen. In diesem Sinne, bis bald.